hatten ja schon Bundestagsabgeordnete, wir hatten auch Minister schon, aber also es war schon ein riesiger Druck und vor allen Dingen, man muss sagen, wie die Nachricht vom BKA dann kam, dass hier ein Herr wollte, dass der Kanzler nach Ulm kommt, da ist mir erstmal, bin ja aus dem Häuschen gekommen, das glaube ich ehrlich zu, weil ich dachte, das ist eine Fake-Nachricht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, da sagte die Dame bei meinem Sekretariat, nee, Frau Freund, der arbeitet beim Bundeskanzleramt und der ist dort in Lohn und Brot sozusagen. Also sagte ich, stellen Sie durch, mit dem werde ich auch noch fertig. Und dann wurde es eben herangetragen, dass der Kanzler nach Ulm kommen will und dann war ich wieder, ich war platt, ich muss echt sagen, wieso zu uns und so. Und dann hatte ich aber spontan gesagt, ja, dann kommt, soll er kommen, das werden wir schon hinbekommen. Da sagte der Mann zu mir, aber Sie wissen schon, was auf Sie zukommt. Da sagte ich, nee, aber wir werden das schaffen. Jetzt haben Sie es geschafft, konnten Sie ihm noch was mitgeben, eine Botschaft mit nach Ulm? Ja, ich konnte ihm noch eine Botschaft mitgeben und zwar, also eben was eben die Brauereien stark betrifft, da hat er gesagt, er nimmt das mit, zum Beispiel auch die Werbeverbote für die Brauereien, das sehe ich schon als richtiges Problem an, weil davon die Medien auch leben und vor allen Dingen auch die Vereine. Inwiefern wurde dann über die Energiekrise gesprochen? Haben wir eigentlich auch kurz nur angesprochen, aber es ist ja jetzt auch wieder etwas im Abflauen und das hat er eigentlich jetzt so bei den Mitarbeitern auch nicht wissen wollen. Genau, er hat sich gut informiert gehabt über die Ausgaben, die hohen Kosten, die wir jetzt das letzte Jahr hatten, das war jetzt kein Thema. Und er hat Ulms flüssiges Gold probiert? Ja, er hat es probiert und er hat gesagt, es sei sehr süffig, es sei nicht so herb wie im Norden und ihm wurde das sehr munden. Das hat mich auch gefreut, das stimmt. Also er macht ein gutes Bier, hat er gesagt.